Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Grundlagenvideo. Im heutigen Grundlagenvideo geht es um das Herauslösen von Teilen aus einem Kunststoffgussrahmen und die Entfernung der Grate. Ich habe hier mal einen beliebigen Gussrahmen vorbereitet. Ich beginne mit dem Herauslösen der Teile. Ich habe mich jetzt hier für die große Kanone entschieden, um euch das zu zeigen. Ich nehme mir einen Seitenschneider, gehe mit der flachen Seite auf die Kanone, zwicke es vorsichtig ab. Darauf achten, dass ihr nur die Teile entfernt, die auch nicht zur Kanone gehören. Oder zum entsprechenden Teil, das ihr gerade arbeitet. Dass ihr das hier rauslösen könnt. Dann wäre das Werkzeug auch schon mal fertig. Als nächstes müssen hier noch die überstehenden Stücke, die der Seitenschneider nicht ganz erfasst hat, entfernt werden. Dazu nehme ich einfach ein scharfes Skalpell oder ein Bastelmesser und schneide die bündig ab. Dabei sehr vorsichtig sein, immer von der Hand wegarbeiten mit der Klinge und schauen, dass ihr möglichst nicht in das Bauteil hineinschneidet. Immer nur flach und weg. Wenn ihr das getan habt, müssen jetzt noch die Teile ganz flach geschliffen werden und eventuell Gussgrate entfernt werden, die sich immer umlaufend um das Einzelteil herumwinden, wo die einzelnen Gussformhälften übereinander liegen. Das kann man jetzt zum Beispiel machen mit einem Entgrater. Hat zwar noch eine Klinge, ist aber nicht so scharf, wodurch man sich dann weniger verletzen kann. Damit geht man einfach hier drüber. Das gleiche kann man, wenn man so etwas nicht hat, auch mit einem dem Skalpell oder dem Bastelmesser wieder machen. Und hier das da drüber gehen. Man sollte darauf achten, dass man dabei keine größere Fläche abkratzt, sondern eben nur den Bereich, in dem der Kunststoff angesetzt war. Oder eben nur diese schmale Kante, auf der der Gussgrat sich befindet. Was man auch noch tun kann, ist entweder mit einer feinen Feile, mit Schleifpapier, die Flächen noch richtig glätten. Somit sollte man aber ein sehr feines Schleifpapier verwenden, wenn man keine Kratzer reinmacht, sondern diese eben nur entfernt. Ich habe hier ein 280er Schleifpapier. Umso größer die Zahl ist, umso feiner ist das Schleifpapier. Schleifpapier nimmt schon kaum etwas mehr ab. Ist wirklich nur ganz fein. Dadurch kann ich da ruhig ein paar Mal drüber gehen, ohne dass ich da irgendwelche Details verschwinden lasse. Was auch eine Möglichkeit ist, das Ganze noch zu verfeinern, sind solche Schleifvliese. Die machen auch eine einiges glattere Fläche als ein sehr feines Schleifpapier. Damit kann man noch auf Das nehme ich vor allem bei hier solchen sehr glatten Flächen, wo es dann auffallen würde, wenn es hier etwas rauer werden würde. Da reibe ich einfach noch ein bisschen drüber und poliere so das Ganze noch etwas glatt. Und dann ist das nicht mehr zu erkennen, dass da mal eine Kante war. Nun ist das Teil bereit, um es zu verbauen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich euch sagen wollte. Und bei Fragen einfach in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Video und bis dann. Ciao, ciao.